Vor 2 Monaten informierten wir hier auf YouTube über die kleinen Probleme der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr bei der Ausgestaltung ihrer Haltestelleninfrastruktur. Auf der Linie 373 fehlte zuerst ein Aushangfahrplan. Dieser wurde durch einen Aushangfahrplan ohne Fahrzeiten getauscht. Einige Haltestellen waren verdreckt. Die Haltestellenschilder standen weit abseits der Bushaltestelle oder waren gar nicht vorhanden, wie hier an der Holzkamp-Gesamtschule. Die Bugesra hat gesetzeskonform ihre Haltestellen gekennzeichnet, während wir an der Endhaltestelle der Verkehrsgesellschaft Linie 373 jeglichen Hinweis auf die Linie und den Fahrplan vermisst haben. Die Linie 373 wird von der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr seit dem Jahr 2009 bedient. Auch an der Wendeschleife vor der Waldorfschule fehlte der Fahrplan oder ein Haltestellenschild der Linie 373. An der Haltestelle gab es einen Aushangfahrplan für die Einsatzwagen der Bugestra. Es hat sich viel getan. Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr hat in ihre Infrastruktur investiert. Die fehlenden Haltestellenschilder sind nun da, sowohl an der Holzkamp-Gesamtschule als auch an der Waldorfschule. Die Haltestelle Fückenberg wurde gereinigt, die Beschilderung wurde gegen neue getauscht und das Haltestellenschild an die richtige Stelle versetzt. Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr hat an einigen wenigen Haltestellen die Aushangfahrpläne erneuert. Leider erfährt der Fahrgast immer noch nicht, welcher Bus welchen Linienweg fährt. Bei den Aushangfahrplänen testet sich die Verkehrsgesellschaft an eine neue Lösung heran. An der Haltestelle Witten an S-Bahn gibt es einen Fahrplan in einem ganz neuen Layout. An dieser Haltestelle gibt es nun Aushangfahrpläne in 4 verschiedenen Layouts. 3 von der Verkehrsgesellschaft und ein Layout von der Bugestra. Eine Haltestelle weiter an der Rudolf-König-Straße fehlt allerdings der Aushangfahrplan. Auf dem alten Aushang fehlten einige Abfahrtzeiten. Während unserer Aufnahmen fiel uns auf, dass bei Umleitungen die Bugestra ihre Ersatzhaltestellen wie hier auf dem Erlenweg und in der Westfalenstraße aufgestellt hat. Auf 4 Ersatzhaltestellen fahren wir nur einen Fahrplan der Linie 373. Der hätte aber an jeder Haltestelle da sein müssen, während die Aushangfahrpläne der Bugestra-Linien überall ordnungsgemäß waren. Die Verkehrsgesellschaft hatte einen Teil ihrer Infrastruktur in Witten erneuert. Wenn jetzt die Fahrpläne noch einheitlich mit einer größeren Schrift so gekennzeichnet würden, könnten auch Menschen, die Buslinien nutzen, ohne vorher den Masterstudiengang ÖPNV und Mobilität belegt zu haben. Und jetzt testen wir uns mal heran, wie schnell man so einen Fahrplan ausdrucken kann. VR Homepage angesteuert. Klick, klick, klick. Haltestelle eingegeben. Fahrplan ausdrucken geklickt und schon kommt der Fahrplan aus dem Drucker. Die VER benötigt für die korrekten Aushangfahrpläne nun schon 2 Monate. Wir melden uns, wenn die VER unsere Anleitung gesehen und die Aushangfahrpläne gegen korrekte getauscht hat.